einer Pressekonferenz kündigt Landeshauptmannstellvertreter Schürz von der FPÖ Widerstand gegen ein geplantes Registrierzentrum in Schattendorf an. Hauptkritikpunkte sind die unmittelbare Nähe zur Volksschule, zur neuen Mittelschule und die unmittelbare Nähe zum Kindergarten. Weiters fordert Schürz die Errichtung von Registrierzentren außerhalb des Ortsgebiets. Die Bevölkerung von Schattendorf soll gefragt werden, ob sie mit dem Registrierzentrum einverstanden sind. Ja, das heutige Thema, danke fürs Kommen. Das heutige Thema ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Es beginnen ja heute die verstärkten Grenzkontrollen mit Unterstützung des Bundesheers, wobei ich hinzufügen möchte, dass aus meiner Sicht das zu wenig ist, diese Unterstützung. Das heißt, die grüne Grenze muss auch mittels Assistenzeinsatz überwacht werden. Aber ich komme jetzt zum geplanten Registrierzentrum in Schattendorf. Wir verstehen das überhaupt nicht und es ist deshalb nicht zu verstehen, weil niemand da eingebunden ist. Das heißt, diese Registrierzentren, die jetzt in Burgenland geplant sind, werden einfach festgelegt, ohne dass man die Bevölkerung fragt. In Schattendorf ist das wirklich bedenklich. Das heißt, das geplante Registrierzentrum ist inmitten der Ortschaft, neben diesem Zentrum oder neben diesem Registrierzentren oder Zentrum befindet sich die Volksschule, es befindet sich in der Nähe die NMS, es befindet sich in der Nähe der Kindergarten, aber der Kindergarten in unmittelbarer Nähe, also ein paar Meter weg vom Registrierzentrum. Und das ist natürlich aus meiner Sicht nicht möglich. Wir fordern, dass Registrierzentren, die ja jetzt notwendig werden, außerhalb von Wohngebieten gebaut werden sollen oder vielleicht schon, wenn es Gebäude gibt, dass man die halt sozusagen auswählt. Aber in der Mittenortschaft ist das auf jeden Fall nicht zumutbar. Es werden in Schattendorf anscheinend weit mehr als 100 Registrierungen stattfinden. Man muss sich vorstellen, dass bis zu 120 Stunden, das sind 5 Tage, sind diese Personen dort anwesend und es gibt ständig natürlich einen Wechsel. Und das Problem, das ich aus meiner Sicht sehe, ist, dass man natürlich wahrscheinlich auch dort nicht so vorgehen kann, dass man die definitiv, ich sage einmal, am Abend so zusperrt, dass da niemand aus dem Registrierzentrum hinausgehen kann. Das heißt, aus meiner Sicht ist das wirklich eine Zumutung und daher fordere ich oder fordern wir Freiheitlichen, dass in Schattendorf, dass die Bevölkerung darüber gefragt werden soll, ob dort im Mittenwohngebiet dieses Registrierzentrum errichtet werden soll oder nicht. Errichtet nicht, es steht ja schon dort, das alte Zollhaus. Und es ist so, dass an die 200 pro Woche jetzt aufgegriffen werden. Wenn man bedenkt, dass diejenigen, die man nicht aufgreifen kann, aber auch über die grüne Grenze kommen, dann ist das natürlich wesentlich mehr. Zur insgesamten Situation glaube ich, dass man auch schon langsam die Terrorgefahr ins Auge fassen sollte. Die Terrorgefahr wird immer intensiver und kommt auch immer näher und kommt immer näher. Und wer das nicht erkennt, der tut mir leid. Es ist auch davon auszugehen, dass 1% der Zuwanderer radikale Ausrichtungen in sich tragen. Davon ist definitiv auszugehen. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir in der Asylpolitik auch das Burgenland wieder eine Vorreiterrolle einnehmen und dass diese Registrierzentren definitiv nicht in Wohngebieten errichtet werden sollen. Und wenn man sich die Situation rund um die Koalitionsvereinbarung ansieht, dann haben wir ganz klar festgehalten, dass es keine Massenquartiere geben darf. Diese Registrierzentren, die wahrscheinlich am Anfang mit 100 Personen bestückt sind, gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht 150 werden oder 200 werden. Und also ich spreche speziell jetzt Schattendorf an und daher, wie gesagt, ist es wichtig, dass man dort die Bevölkerung einbindet. Gut.